Was geht ab, meine Seefighter, Ozer hier. Und heute mit den offiziellen Informationen zu LR Goku und Freezer, zu dem kommenden LR Goku und Freezer. Denn auf beiden Versionen gab es einen Data-Download. Dementsprechend werden wir uns alle Informationen und Details heute dazu ansehen. Bevor wir dann anfangen, wir haben auf Global die Ergebnisse des nächsten Dokkan-Excel-Charakters. Und gewonnen hat unser Boy Hit. Mit nächsten kann ich euch nicht sagen, wann genau er kommen wird. Nächste könnte legit sein nach der Celebration oder irgendwann. Irgendwann danach, aber ich hoffe nicht irgendwann zu spät danach. Jedenfalls haben wir die Information, Hit, unser Boy, hat die ganze Sache gewonnen. Shoutout an die ganzen Hit-Anhänger und Raids hier an der Stelle. Und ich lasse euch mal ganz kurz die Ultra Super Attack, beziehungsweise die erste Ulti laufen lassen von Goku und Freezer, alle Goku und Freezer und dann die Ultra Super Attack. Nebenbei erzähle ich euch was dazu. Erstmal Shoutout an jeden, der hier beteiligt war, an Mai, Deep Sea Space, Dokkan Wiki etc. Ich werde die ganzen Links in die Beschreibung setzen. Wann kommen die beiden Jungs denn online? Es ist immer noch gesetzt für den 13. September, es hat sich nichts geändert, also morgen sollten sie eigentlich schon online kommen auf beiden Versionen. Von der Uhrzeit her kann ich euch nichts Genaues sagen, es ist eigentlich immer noch bei 7 Uhr morgens geblieben unserer Zeit. Wir haben halt aus den Leaks, aus den neuen kommenden Leaks, aus den neuen Daten nicht viel weiteres dazu, also nicht konkret ein spezielles Datum. Warum schätze ich aber eventuell 7 Uhr morgens dennoch für realistisch, weil ab 7 Uhr morgens auch Boss Rush 6 morgen hinzukommt. Also wir können uns auf jeden Fall auf den 13. September einigen. Morgen kommen die beiden Jungs online in ihren Bannern. Die Banner werden wir uns gleich nochmal ansehen. Vor allem, wie das auch auf Global aussehen wird. Und zwar, ja, frühestens 7 Uhr morgens, sage ich mal, spätestens am 13. September. Also morgen kommen die Jungs auf jeden Fall online, LR Goku und Freezer. Dann haben wir hier die Kategorie der beiden Charakter. Was heißt beiden? Es ist ein Charakter. LR Goku und Freezer ist ein Charakter, Freunde. Und zwar die hier oben, ganz links, ist quasi die Stufe, in die sie droppen auf SSR, TOR-Version, LR-Version. Und zwar ist das ihre Kategorie Universe 7 Fighters, Universum 7 Kämpfer. Das sind all die Charaktere, die mal irgendwann ihr Universum repräsentiert haben oder für ihr Universum gekämpft haben. Sei es gegen Hit, zum Beispiel Kai Goku Blue oder der Vegeta oder der Goku oder Piccolo, also Universum 6 gegen 7 oder im Tournament of Power. Es ist eine kleine, es ist eine beschränkte Kategorie, aber mit einer guten Auswahl. Dennoch ist sie beschränkt, man braucht die richtigen Charaktere. Aber wenn man sie hat, ist es eine sehr gute Kategorie. Ich finde es aber nicht schlecht, dass sie beschränkt ist, wegen ihrem Niederskill. Denn wir haben jetzt quasi die offiziellen Informationen und Details. Das ist zum einen das Artwork, schaut an Dokkan Art HD, ist von ihm. Ich werde es auch in die Beschreibung setzen, also er ist auf HD gebracht, das Ganze. Und so haben wir hier den Niederskill, den er gibt, LR Goku und Freezer, gibt Universe 7 Fighters Ki plus 3 HP Attack und F 177%. 177% auf HP Attack und Death. Da merkt es schon, Freunde. Deswegen finde ich das gut, dass die Kategorie beschränkt ist. Weil überlegt man, das wäre das komplette Universum 7. Das wären zu viele Charaktere und das wäre zu OP. Ja, er ist immer noch ein LR-Charakter. Es wird schwierig, ihn zu ziehen. Aber wenn man ihn hat, wenn man die richtigen Charaktere hat, dann hat man ein Spitzenteam. Also, ich finde es nicht schlimm, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise, ich finde es gut, dass sie beschränkt ist, weil sonst wäre es zu OP. Und ansonsten hat er aber noch einen zweiten Leader-Skill, beziehungsweise gibt er dann, wenn die Charaktere, in die im Team sind, nicht zu der Kategorie Universe 7 Fighter gehören, gibt er dann Tech-Charakteren Ki plus 3 HP Attack und F90%. Er macht mit der ersten Ulti Colossal Damage, verhindert Angriff des Gegners und mit der zweiten Ulti, mit der Ultra Super Attack, macht er Mega Colossal Damage und verhindert Angriff und Verteidigung des Gegners. Die Passive funktioniert folgendermaßen, hat es ein bisschen geändert, was aus den Leaks hervorkam, wie gesagt, Leaks sollte man mit Vorsicht betrachten, können sich ändern, Änderungen vorbehalten oder es können sich Übersetzungsfehler ergeben. Anyway, was hier quasi jetzt seine Passive ist, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 77%, wenn er angreift. Erst wenn sie angreifen, haben sie das. Bekommen zusätzlich weitere 77%, wenn sie eine Ultra-Super-Attack machen und zusätzlich weitere 77%, wenn der Angriff des Gegners gesenkt wurde. Das heißt, Freunde, was heißt das? Das ist der kleine Unterschied, was so aus den Leaks, bei den Leaks stand, dass sie at Start of Turn, also immer Angriff, Attack und Death, also Attack und Death 77% haben. Das haben sie aber nicht. Das haben sie erst, wenn sie angreifen. Ist ein kleiner Unterschied, aber ein wichtiger. Warum? Denn so, wie die Passive jetzt ist, oder offiziell ist, wird das Ganze einzeln addiert. Heißt, man hat 77% auf den Angriff, dann, wenn die zweite Passive sich triggert, addiert man weitere 77% drauf, wenn die dritte triggert, addiert man weitere 77% drauf, also kommt man auf 231 Angriff total. Hätten sie at Start of Turn direkt Attack und F70%, dann würde man das Ganze mehr oder weniger multiplizieren. Man würde auf einen höheren Boost kommen. So wie das jetzt ist, kommt man auf 231% Angriff, wenn alles triggert. Ist nicht schlimm. Wir hier reden hier von LR-Charakter. Sie haben sehr hohe Stats. Und ein LR-Charakter bekommt 231% maximal auf seinen Angriff.
Der macht auf jeden Fall übertriebenen Schaden, meine Freunde. Das kann ich euch auf jeden Fall versichern. Links haben wir Over the Flash, Experience Fighters, Rival Duo, Shocking Speed, Tournament of Power, Fierce Battle, Legendary Power. Er ist in der Kategorie Universe Survival Saga, Full Power, Universe 7 Fighters. Und beste Partner für ihn wird sein C17. Unser MVP C17. Warum? Idealerweise behaltet ihr C17 und den LR Goku und Freezer in einer Rotation. Greift mit C17 zuerst an, weil dann senkt er durch seine Ulti Angriff und Verteidigung des Gegners, heißt die dritte Passive, und ich sag mal der dritte Passive-Teil von LR Goku und Freezer wird getriggert. LR Goku und Freezer kommt easy durch C17 auf die Ultra Super Attack. Warum? Erstens durch die Passive, Key plus 3 für jeden. Zweitens hat C17 Tournament of Power Link Skill, Key plus 3 weitere, hat Shocking Speed, weitere Key plus 2, hat Fierce Battle, Attack plus 15%, hat Rival Duo, Attack plus 10%, gegnerische Verteidigung minus 15%, und dann bombt unser LR Goku und Freezer hier in der Ulti raus. Erster Teil aktiviert sich, weil sie angreifen, Attack unter 77%. Zweiter Teil, weil sie Ultra Super Attack haben, weitere 77%. Und der dritte Teil, weil C17 davor den Gegner dessen Angriff gesenkt hat, aktiviert sich auch, also machen sie ihn vollen Damage. Natürlich hat er auch ihr LR Goku und Freezer durch seine eigenen Ultis, ist er dazu in der Lage, den Angriff des Gegners zu versenken. Aber es ist erst, das fügt sich erst nach der Ulti. Nach der Ulti wird sie aktiviert. Was heißt das? Das heißt, wenn LR Goku und Freezer den Gegner angreift, dann senkt er dessen Angriff und Verteidigung bei der Ultra Super Attack, bei der ersten nur Angriff, aber mir geht es um den Angriff-Aspekt, dann senkt er das in Angriff, aber der Effekt, also der letzte Teil seiner Passive triggert sich nicht, weil dieser Effekt wirkt erst nach seiner Ulti ein und nicht davor, und davor muss es schon des Gegners Angriff gesenkt worden sein. Heißt aber, auch wenn ihr mit ihm den Angriff senkt, in der nächsten Runde sollte der Angriff des Gegners noch gesenkt sein, heißt erst in der nächsten Runde macht er dann auf jeden Fall durch sich selbst, sage ich mal, aktiviert er sich den letzten Passive-Teil. Aber wie gesagt, wenn ihr C17 habt oder irgendein Charakter, der davor schon in derselben Runde den Angriff des Gegners senkt, dann macht er direkt in der ersten Runde, in derselben Runde, den vollen Schaden. Nur mal so als kleine Notiz. Falls ihr euch fragt, wie konnte denn dann das Team aussehen? LR Goku und Freezer als Leader, C17 wie gesagt, dann nehmen wir mit rein Evolution Vegeta, Ultra Instinct Goku, AGL, Godku, und dann würde ich auf jeden Fall noch einen weiteren Supporter mitnehmen. Was heißt weiteren? Ich würde auf jeden Fall noch einen Supporter mitnehmen als Rotationscharakter. In der Kategorie gibt es leider keinen richtigen guten. Deswegen würde ich auf zum Beispiel Tech Vegito Baseform zurückgreifen als Tech-Charakter. Und so könnte ich mir mal vorerst ein Team vorstellen. So viel zu den ganzen Informationen zu LR Goku und Freezer. Wir haben noch etwas kleine weitere Informationen, nämlich wie erwecken wir denn die Dudes? Shoutout hier an Kowai, das hat er gestern geleakt. Und zwar braucht ihr, um ihn von der SSR-Stufe auf die UR-Stufe oder TR-Stufe zu bringen, das für das erste Awakening, 35 aus den neuen Goku-Medaillen und 35 aus den neuen Freezer erste Form-Medaillen. Dann gibt es einen Unterschied für JP und Global, nämlich wenn ihr sie von TOR auf LR bringen wollt, denn auf JP gibt es weitere, mehrere Events, die es auf Global nicht gibt. Heißt, auf JP braucht ihr 21 Medaillen von Asia Go und Freezer, von Ultra Instinct Goku, von Android 17 und von Jiren. Und auf Global braucht ihr 35 Medaillen, nur 35 Medaillen von Asia Go und Freezer und Ultra Instinct Goku. Könnt ihr von TOR auf LR Status bringen. Das ist so ein kleiner Vorteil hier auf Global, sag ich mal. Ansonsten, Freunde, haben wir uns das Banner-Inhalt angeschaut in den letzten Tagen, schon am Dukana. So sah das für JP aus. Für JP sah das Banner-Inhalt so aus, und da war ich ein bisschen niedergeschlagen, weil er ist leider kein Dukan-Exo-Charakter. Heißt, zum einen, in seinem Banner werden auch alle anderen nicht gefeatured in LR drin sein, aber aus dem Banner wollt ihr halt wirklich nur den LR. Wenn ihr den LR nicht zieht, ist es schmerzhaft. Oder natürlich eine gute Option oder gute Charaktere wären noch Kefla, Topo zum Beispiel, Kalifla, Kay sind auch echt solide, C17 etc. etc. Godku, die sind solide, ich will sie nicht schlecht reden. Aber es ist kein Dokkan Extreme Banner. In Dokkan Extreme Bannern sind weitaus bessere mehrere Charaktere. Zum Beispiel bei LR, Vegito und Gogeta, was da alles drin war. Super Gogeta, Super Vegito und. Das waren spitzen Charaktere. Die sind auch nicht schlecht, ich will sie nicht schlecht reden. Aber es ist halt eben kein Dokkan Extreme Banner. Heißt, vorerst Prognose, an alle Free-to-Play-Spieler würde ich eigentlich raten, hier nicht zu sammeln, weil gerade für Free-to-Play-Spieler kann es wehtun. Wenn ihr hieraus nicht den LR zieht, dann tut das weh, weil aus Dokkan Extreme Banner könnt ihr andere Leader ziehen und damit was anfangen. Ihr könnt damit Teams bauen, die Charaktere selbst sind sehr, sehr stark. Hier wäre der einzige andere gute Leader Kefla, Potara-Leader, und könnte man sich drüber schalten, vielleicht Kalifla. Aber ja, Freunde, also um es wirklich so sachlich zu sehen, will man aus diesem Banner nur die LR Charaktere. Ihr müsst euch selbst entscheiden, ob ihr es summonen wollt. In der Zukunft werden die beiden oder LR Goku und Freezer in jedem anderen LR Banner drin sein. Natürlich dann nicht gefeatured. Jetzt sind sie gefeatured. Die Rate ist trotzdem gering, weil schaut euch mal an, wie viele SSR gefeatured sind. Es wird bei ca. 0,3% sein, habt ihr die Chance, ihn zu ziehen. Außerhalb davon, Freunde, ist es natürlich eure Entscheidung, ob ihr es summonen sollt oder nicht. Aber den Free-to-Play-Spielern würde ich eigentlich schon
eher dazu raten, nicht allzu ham zu gehen, sondern eher die Stone zu sparen für einen Local Exodus Banner. Denn als nächstes, was könnte als nächstes kommen, beziehungsweise bevor wir damit weitermachen, wie sollte das Banner eigentlich auf Global aussehen? Ich sage gleich. Warum gleich? Ich sage, hey, wie gleich? Es gibt doch keinen Librarian oder Dispo auf Global. Ihr habt recht, aber gestern wurde ein Event angekündigt, nämlich das letzte Story-Event zu Tournament of Power. Das kam auf JP erst mit Evolution Vegeta, wird auf Global vorgezogen. Und dieses Event wurde vorgezogen, weil man dort, beziehungsweise weil dort in JP Librarian eingeführt wurde und weil man dort Medaillen farmen kann, um Librarian zu awaken. Heißt, Librarian wird auch im Banner sein. Und Dispo wurde auch vorgeschoben. Die haben es aus DBZ Space. Wenn wir einmal hier rüber switchen, ist Dispo auch in den globalen Daten. Natürlich wird er erstmal kommen ohne sein Awakening. Sein Awakening wird er erst bekommen mit Evolution Vegeta und Jiren. Da seht ihr es, das ist noch nicht übersetzt. Wann kommt denn Evolution Vegeta und Jiren? Eigentlich nach der Celebration, heißt Zeitraum Oktober. Es sei denn, irgendwas wird vorgezogen. Was könnte vorgezogen werden? Ha, vielleicht eben Hit, weil da steht ja dran, nächste Dokonixte Charakter. Dieses nächste, das ist das Problem. Ich kann euch keinen genauen Zeitraum nennen, aber eigentlich oder entweder sollte Evolution Vegeta eigentlich eher nach der Celebration kommen, Zeitraum Oktober, denen, die es gefragt haben mit dem Dokonawaken von Jiren, Toppo und Dispo. Wenn nicht, dann wird eventuell was vorgezogen, aber Zeitraum Oktober habt ihr auf jeden Fall im Kopf. Ansonsten sind das die Charaktere, die reinkamen, Freunde. Wir haben hier noch einen Goten und Trunks, das sind Free-to-Play-Charakter, der sollte auch morgen online kommen. Ist ein Free-to-Play-Charakter, den kann man quasi Free-to-Play sich ergattern etc. und so fort. Den werden wir uns genauer ansehen. Wenn mich alles täuscht, wird man den auf Free auf 100% bringen können. Wie gesagt, wenn das Ganze online kommt, schauen wir uns den Dude auf jeden Fall genauer an. Ansonsten wären das alle Informationen zu den Daten, zu den offiziellen Daten oder Details und Informationen zu Elegon und Freezer, Freunde. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon viel Glück für diejenigen, die das sammeln werden. Alle anderen, die sie ja quasi sparen können, empfehle ich eigentlich zu sparen. Im Endeffekt sammelt ihr für euch selbst. Könnt natürlich auch probieren, da zu sammeln. Aber behaltet im Hinterkopf, es ist ein LR-Banner. Schwierig, da einen LR zu ziehen. Und ihr wollt nur den LR. So. Also sachlich gesehen, wollt ihr nur den LR. Und wenn ihr den nicht habt, aus 500 Zones oder so, dann tut das weh. Dann tut das weh. Natürlich kann ich euch nicht garantieren, dass ihr aus 500 Zones in dem Dokkan X den Banner besser zieht. Aber wenn wir zum Beispiel vergleichen, so Dokkan Fest, was gerade erst online war mit Goku und Freezer oder noch online ist, aber da, der Discount, der vierte war immer kostenlos. Da bekommt ihr an sich mehr. Natürlich ist das nur bei Dokkan Festivals so. Aber an sich, das Banner-Inhalt ist besser. Ja, da bekommt ihr an sich einfach bessere Charaktere, Freunde. Naja, im Endeffekt wäre es das Ganze. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.